gegenüber Lifestyle und Brustkrebs. Dankeschön. Sehr geehrte Damen und Herren, in meinem Vortrag werde ich mich mit Ihnen mit dem Thema Brustkrebs und Lifestyle beschäftigen. Brustkrebs ist eine extrem häufige Erkrankung der Frau. Es ist die häufigste Krebserkrankung mit über 30% Anteil und wir haben knapp 6000 Neuerkrankungen pro Jahr, die wir zählen in der Schweiz. Das heißt, viele Frauen sind betroffen, viele Frauen beschäftigen sich mit diesem Thema, fragen sich womöglich, bin ich einem besonderen Risiko ausgesetzt oder kann ich etwas tun, um dieses Risiko zu senken, um an einer Brustkrebserkrankung, um eine Brustkrebserkrankung zu vermeiden oder auch um den Verlauf einer Brustkrebserkrankung positiv zu beeinflussen. Und zu diesem Thema gibt es sehr viele Beiträge in den Medien. Wir finden hier Reportagen, Artikel und viele Foren im Internet. Aber ich denke, für Laien ist es relativ schwierig, hier die richtigen Informationen herauszuziehen. Und von daher versuche ich in meinem Vortrag Ihnen die wichtigsten Risikofaktoren, was das Thema Lifestyle angeht, zu vermitteln, und zwar die Faktoren, die wissenschaftlich untersucht und analysiert wurden, und Ihnen da einen kurzen Überblick zu geben. Wir haben bekannte Risikofaktoren, Risikofaktoren, die wir nicht beeinflussen können. Dazu gehört unser Alter oder unser Geschlecht und auch ein gewisses genetisches Risiko, also eine Möglichkeit, die Disposition zu vererben, Brustkrebs zu bekommen. Das können wir nicht beeinflussen. Auch Vorerkrankungen, die mit einer Bestrahlung des Brustkorbes einhergehen, wenn sie nötig waren, waren sie nötig. Sie können das Krebsrisiko erhöhen. Und es sind die Anzahl der Menstruationszyklen, die wir auch nicht wirklich beeinflussen können, die das Krebsrisiko beeinflussen. Das heißt, wir haben die erste Regelblutung und wir haben die letzte Regelblutung, ein Zeitraum im Leben einer Frau, wo sie sich fortpflanzen kann. Es ist die reproduktive Phase und in dieser Zeit nehmen Hormone, eben vor allem das Östrogen, das weibliche Hormon, Einfluss auf das Brustkrebsrisiko. Und es sind vor allem die Zyklusschwankungen, die das Risiko erhöhen. Dieser Zeitraum ist genetisch festgelegt, der ist vorher festgelegt, den können wir nur ganz wenig beeinflussen mit wahrscheinlich Übergewicht im Kindesalter und Nikotinabusus, der zu einer etwas verkürzten Phase führt. Wenn wir uns jetzt diese Weltkarte anschauen, sehen wir aber, dass die unterschiedlichen Länder ganz unterschiedliche Häufigkeiten von Brustkrebs zeigen und die dunkelblau hinterlegten Länder und dann in den Schattierungen heller werden. Die dunkelblauen sind die Länder, die die höchste Inzidenz, also die höchste Häufigkeit an Brustkrebs bei Frauen zeigen. Und das sind hier Nordamerika, das ist ein Teil von Südamerika, Australien und Europa. Und da muss man sich fragen, da sind ja dann wohl noch andere Faktoren im Spiel, bis auf nicht nur Alter oder unser Geschlecht oder gewisse familiäre Risikosituationen. Und man erklärt sich das folgendermaßen: Es sind zum einen sozial definierte Risikofaktoren, also wahrscheinlich auch sozioökonomische Hintergründe, die hier eine Rolle spielen. Länder mit einer sehr niedrigen Geburtenzahl, wo Frauen entweder überhaupt keine Kinder bekommen, 1 bis 2 Kinder, oder auch erst in höherem Alter ein erstes Kind bekommen und nicht selten auch eine sehr kurze Stilldauer zeigen. Und dann kommen wir jetzt zu den eigentlichen Lifestyle-Faktoren, den Lebensstilfaktoren, Faktoren, die wirklich beeinflussbar sind, die wir modifizieren können. Und alle diese Faktoren, die ich ja aufgezählt habe, sind untersucht worden. Es gibt wissenschaftliche Daten hierzu. Es sind groß angelegte Studien durchgeführt worden. Sie sind nicht immer einfach durchzuführen. Viele von diesen Studien sind retrospektiv. Das heißt, dass wirklich erst im Nachhinein untersucht wurde, ob es gegebenenfalls hier einen Zusammenhang gibt. Aber dennoch sehen wir einen gewissen Trend.
wenn auch die Studien nicht immer gleiche oder haargenau gleiche Resultate zeigen. Und ganz am Ende ist auch wichtig zu betonen, dass es nicht der einzelne Faktor ist, der einem vielleicht Sorge bereiten muss, sondern es ist wahrscheinlich ein Zusammenspiel von verschiedenen Risikofaktoren, die dann das individuelle Risiko einer Frau erhöhen können. Und den einen oder anderen Punkt kann man dann vielleicht doch ansetzen und versuchen zu minimieren. Kommen wir zum ersten Punkt, das Übergewicht. Wir haben Daten dafür, dass bei einem BMI, Body Mass Index von über 25, sich das Risiko für Brustkrebs deutlich erhöht und er steigt an, je höher das Übergewicht vorhanden ist. Und wir sehen auch, dass vor allem nach der Abänderung, also nach den Wechseljahren, wenn es hier zu einer starken Gewichtszunahme kommt, von 10 oder sogar über 20 Kilo, sich das Risiko extrem erhöht, zum Teil verdoppelt für Brustkrebs. Und auf der anderen Seite sehen wir durch Studien, dass wenn sich das Gewicht stark reduziert in diesem Zeitalter der Frauen, dass wir dann auch wieder ein vermindertes Brustkrebsrisiko sehen können. Welche Mechanismen liegen hier zugrunde? Das Ganze hat immer wieder etwas mit den Östrogenen zu tun, die eben Einfluss, den weiblichen Hormonen, die Einfluss auf den Brustkrebs nehmen. Und hier ist es so, dass im Fettgewebe vermehrt Östrogene gebildet werden, auch in der Menopause, also nach den Wechseljahren. Und vermehrt entzündliche Stoffe ausgeschüttet werden oder gebildet werden im Fettgewebe, die wiederum das Zellwachstum fördern und die Brustkrebsentstehung begünstigen. Zum anderen werden Stoffe gebildet, die wiederum zu einer Insulinresistenz führen. Also Insulin ist das Hormon im Körper, das wichtig für unseren Zuckerstoffwechsel ist. Und wenn hier am Ende eine Störung vorliegt, wird die Insulinproduktion erhöht und auch andere Faktoren in Zusammenhang erhöht. Wiederum wird ein Zellwachstum gefördert oder auch der Zelltod gehemmt, was wichtig ist bei den Tumorzellen. Es wurde bemerkt, dass Brustkrebszellen vermehrt Insulinrezeptoren zeigen und dass Insulin auch wiederum die Ausschüttung von Östrogen fördern kann. Also da spielt alles ganz eng verknüpft eine Rolle. Bei der körperlichen Aktivität gab es sehr viele groß angelegte Studien mit über 100.000 Frauen, die man untersucht hat. Und ganz am Ende hat man herausgefunden, dass eigentlich 3 bis 5 Stunden körperliche Aktivität, moderate körperliche Aktivität, darunter versteht man zum Beispiel Walken, Schwimmen, Fahrradfahren, dass das die ideale körperliche Betätigung pro Woche ist, um wirklich effektiv eine Risikoreduktion für Brustkrebs zu erreichen, und zwar mit bis zu 25%. Gleichzeitig haben wir einen positiven Einfluss auf den Insulinstoffwechsel und natürlich auch einen Einfluss auf die Gewichtskontrolle. Kommen wir zu Alkohol und Nikotin. Wir haben in diesen Studien, sieht man, dass es zu einem Risikoanstieg kommt. Alkohol führt zu einem erhöhten Brustkrebsrisiko. Je nach Studie ist es bereits ein niedriger Konsum. Viele Studien sprechen von einem moderaten Konsum. Ein moderater Konsum wird definiert als ungefähr 1 Deziliter, also 100 Milliliter Wein oder 3 Deziliter Bier am Tag, die dann 10 bis 12 Gramm Alkohol enthalten. Ob das jetzt wirklich 10 bis 15% Risikoerhöhung sind, weniger oder etwas mehr, die Studien zeigen hier etwas unterschiedliche Resultate. Was man aber definitiv sagen kann, je höher der Alkoholkonsum ist, desto höher muss man auch mit einem höheren Risikoanstieg für Brustkrebs rechnen. Hier der dahinterliegende Mechanismus, wahrscheinlich auch eine Erhöhung des Östrogenspiegels und ein Einfluss auf das Gewicht. Zu Nikotin, man vermutet, dass Raucherinnen ein viel höheres Risiko haben für Brustkrebs. Von bis zu 35% ist in der Literatur die Rede.
Und vor allem, wenn die Frauen in jungen Jahren, also viele Jahre vor ihrer ersten Schwangerschaft, rauchen. Die Studienlage ist allerdings schwierig zu beurteilen und auch etwas inkonsistent. Man hat einfach bei fast allen Studien herausgefunden, dass die Frauen, die Raucherinnen sind, auch sehr häufig Alkohol konsumieren. Und deswegen konnte man am Ende in der Analyse gar nicht mehr ganz genau beurteilen, ist der Einfluss jetzt durch das Rauchen oder durch den Alkoholkonsum zustande gekommen. Aber man vermutet doch einen Einfluss durch den Nikotinkonsum. Dann ist immer wieder ein großes Thema natürlich die Hormontherapie. Ich möchte heute überhaupt die Hormontherapie nicht schlecht machen. Ich präsentiere hier Zahlen, die wir schon lange kennen, und sie sollen auch nicht verängstigen. Ich denke, es ist einfach sehr wichtig, dass man sich das einmal vor Augen führt. Es gibt Frauen, die brauchen eine Hormonersatztherapie, weil sie durch den Hormonentzug in den Wechseljahren extremste Ausfallserscheinungen haben. Und das ist auch der Grund oder die Indikation, eine Hormonersatztherapie durchzuführen. Was wir aber durch Studien wissen, ist, dass nach einer gewissen Zeit, und zwar bei einer kombinierten Hormonersatztherapie, wenn also sowohl Östrogen wie auch Gestagen eingesetzt wird, nach über 5 Jahren das Risiko ansteigt. Zu 25% im Gegensatz zu Frauen, die es nicht nehmen. Das hört sich nach extrem viel an, aber das muss man kritisch begutachten, denn absolut sind es 8 von 10.000 Frauen, die, wenn sie Hormone über 5 Jahre einnehmen, dann wirklich auch ein erhöhtes Brustkrebsrisiko haben. Bei einer Östrogenmonotherapie, wie sie möglich ist, wenn die Frau keine Gebärmutter mehr hat, konnte gezeigt werden, dass nach 7 Jahren Einnahmedauer immer noch kein Risikoanstieg zu vermerken ist und gilt als sicher. Am Ende soll das nicht zu Angst führen, sondern es soll dazu führen, dass man sich mit seinem Arzt sehr genau und sehr bewusst überlegt, ist eine Hormontherapie wirklich notwendig, ist sie indiziert und wenn ja, in welcher Dosierung und wenn ja, wie lange. Und dass man in regelmäßigen Abständen auch hinterfragt, ist diese Hormontherapie überhaupt noch notwendig oder habe ich die am Ende 20 oder 30 Jahre gehabt. Zum Thema Pilleneinnahme, also die Antibabypille zur Verhütung. Hier gab es auch immer wieder Vermutung, dass sie gegebenenfalls zu einem Risikoanstieg führen. Aus der derzeitigen Studienlage und Literatur ist kein wirklicher Risikoanstieg zu vermerken. Dann haben wir reproduktive Faktoren, die uns schützen. Das hat man ebenfalls herausgefunden. Es sind also mehrere Schwangerschaften in jüngerem Alter, welche uns vor Brustkrebs schützen. Die Theorie, die dahinter steckt, ist, dass sich während einer Schwangerschaft die Brustdrüse ausdifferenziert und wir sind eben in einer Schwangerschaft zwar hohen Hormonlevels ausgesetzt, aber keinen Zyklusschwankungen ausgesetzt. Und man vermutet, dass es einfach noch günstige andere Ereignisse während einer Schwangerschaft und nach dem Abstillen gibt, die einen gewissen Schutz geben. Auch das Stillen soll eine Reduktion des Risikos verursachen, ungefähr 4%, wenn 12 Monate gestillt wird. Andere Studien sagen, es ist sicherlich eine Gesamtstilldauer im Leben einer Frau von 1,5 bis 2 Jahren notwendig, damit man von einer Risikoreduktion reden kann. Das waren jetzt die Risikofaktoren oder die Lebensstilfaktoren, die Einfluss auf die Entstehung von Brustkrebs nehmen. Wir wissen aber, dass all diese Risikofaktoren, die ich Ihnen jetzt aufgezählt habe, auch Einfluss auf die Prognose bei einer bestehenden Brustkrebserkrankung nehmen. Und das ist genauso wichtig, denn ich glaube, das betrifft noch mal viel mehr Frauen. Erst wenn man betroffen ist von Brustkrebs, überlebt man sich wahrscheinlich, hätte ich etwas tun können, damit das nicht entsteht, oder kann ich jetzt etwas tun, und zwar ganz aktiv, ich als Person, um dieses Risiko beziehungsweise die Prognose, den Verlauf meiner Erkrankung nun positiv zu beeinflussen. Und das ist auch verständlich, dieser Wunsch. Wir wissen, dass es die gesunde, ausgewogene Ernährung ist, die körperliche Aktivität und das Vermeiden von Übergewicht, die Prognose ganz entscheidend verbessert bei Brustkrebs. Wir haben
Auch hier eine Assoziation mit dem Body Mass Index von über 25%, der das Risiko für einen Rückfall und auch die Sterblichkeit erhöht. Wir wissen, dass der Fettanteil in der täglichen Kalorienzufuhr, wenn er unter 15% gehalten wird, signifikant zu einem Gewichtsverlust führt und auch ein besseres krankheitsfreies Überleben zeigt. Hier sind es schon sehr geringe Mengen an Alkohol, also wir reden von einem regelmäßigen Alkoholkonsum von über 6 Gramm pro Tag, das sind 3 bis 4 Drinks die Woche, die sich negativ auf Metastasenbildung und auch Sterblichkeit beeinflussen können. Und die körperliche Aktivität zeigt sich in vielen, vielen Studien mit auch wieder 3 bis 5 Stunden pro Woche mit einer sehr guten Mortalitätsreduktion. Wir haben ein relatives Risiko von bis zu 50%, wenn man das mit Frauen vergleicht, die eben überhaupt keine oder nur sehr wenig sportlich sich betätigen. Und es gibt eine Studie, die also gezeigt hat, dass sich innerhalb von 10 Jahren nach Diagnose des Brustkrebs das absolute Risiko daran zu versterben um 6% senken lässt. Zusätzlich muss man sagen, wir wissen aus diesen Studien, dass die körperliche Aktivität insgesamt einen Gewinn an Lebensqualität zeigt, dass es die Verträglichkeit von Chemotherapien und Hormontherapien verbessert und dass es insgesamt einen positiven Einfluss auf die Stressverarbeitung zeigt. Zusammenfassend ist zu sagen, Prävention durch Lifestyle ist sicherlich möglich. Ernährung und Sport sind sehr gut umsetzbare Faktoren im Leben einer erkrankten Frau. Und es sollte Ziel sein, ein Normalgewicht einzuhalten mit einem BMI von unter 24. Wir reden von einer ausgewogenen Ernährung. Was heißt das? Man findet immer wieder das Wort mediterrane Ernährung. Sie sollte fettreduziert sein, sie sollte rotes Fleisch nur in Maßen beinhalten, viel Gemüse, viel Obst, ballaststoffreiche Ernährung, die körperliche Aktivität sehr wichtig, auch die Vermeidung und Früherkennung von einer Zuckerkrankheit sollte nicht vergessen werden, den Alkohol- und Nikotinkonsum minimieren und eine Hormontherapie gut evaluieren. Und das heißt nicht, dass man auf alles verzichten muss. Wahrscheinlich ist es eine Frage des Maßes und wahrscheinlich ist es eine Frage, was man bereit ist einzusetzen, um vielleicht auch einfach nicht mit einem kompletten Verzicht, aber mit einer Minimierung von gewissen Konsumgütern vielleicht das Risiko zu vermindern oder wenn man alles ein bisschen betrachtet, insgesamt seine Situation zu verbessern. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit.